Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Sea of Stars. Ja, beim letzten Mal haben wir ja diesen Riesenwurm an dieser Stelle hier besiegt. Dieses fette Ungetüm und falsche Richtung. Ja, ich bin ja letztes Mal nochmal hier zurückgegangen und habe hier gespeichert und dieses Mal geht es jetzt dann weiter auf die Weltkarte. Wir haben ja letztes Mal auch noch hier geangelt. Ach, guck mal, jetzt ist nachts. Letztes Mal war hier Tag. Auch geil, dass es Tag- und Nachtzyklus gibt. Gebirgsfahrt. Was ist das hier? Sonnenwindschrein. Kann man da was machen? Hallo? Ach, guck mal, hier wäre auch noch ein, verschlossen. Hier kann man nicht hin. Aber hier kann man speichern. Dann machen wir das doch mal eben. Damit wir wenigstens hier sind und wenn wir irgendwie, weiß ja nicht, was da jetzt noch uns erwarten wird. Ich glaube, dass das sowieso alles noch Vorgeplänkel ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles noch Vorgeplänkel ist, was wir hier gerade machen. Und die Reise dann erst wirklich losgeht, wenn wir den guck mal, hier sind wir wieder. Na bitte, wir haben den Gebirgspfad erreicht. So weit, so gut. Der Älteste des Nebels lebt hier also irgendwo, So, und jetzt... Jetzt sitzen wir wieder hier am Feuer. Ich hoffe wirklich, dass wir danach wieder nach Mooncradle zurückkehren können. Was, wenn wir gleich in die Welt hinausgeschickt werden? Ah, ich weiß nicht. Ich wünschte bloß, Gal wäre hier. Ein wenig Himmelsweiden-Marmelade wäre zu diesem schrecklichen Brot wirklich fein. Ein Traum. Himmelsweidenmarmelade? Ich habe ein wenig davon hier, Leute. Hey! Geil! Schön! Ich habe sogar Pilze gefunden. Ich werde eine köstliche Suppe kochen. Oh, und ich habe auch einige Kräuter in der verbotenen Höhle gefunden. Die sind perfekt. Geil! Was? Ihr dachtet doch nicht, dass ich euch einfach so ohne mich auf ein Abenteuer ziehen lasse, oder? Geil. Haha, so schön, euch zwei wieder mal zu sehen. Du siehst sowas von stark aus. Hey, wieso bist du bei unserer Abreise nicht da gewesen? Machst du Witze? Es gab keinerlei Ankündigung. Als ich hörte, dass sich alle versammeln, ging ich meine Sachen packen, aber da wart ihr schon weg. Ich freue mich so auf die Reise. Ich weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Fischen, sammeln, kochen und... Was ist denn? Du kannst nicht mit uns kommen. Wir wollten uns nur verabschieden. Wir sind im Dienst und es ist ziemlich gefährlich. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben doch immer davon gesprochen, nach eurer Ausbildung zusammen wegzugehen. Außerdem habe ich all die Jahre in der Höhle trainiert. Ich bin bereit. Nun, ich habe vielleicht keine Spezialkräfte, so wie ihr, aber ich bin stark und habe mich vorbereitet. Das hier ist mein Schild. Ich bin ein Abwehrkämpfer. Nein, ein Kriegerkoch. Ein Kriegerkoch, Alter. Ach ja. Allerdings, und ich habe euch auch viel gelesen. Naja, die meisten Monster, gegen die ihr kämpfen werdet, sind gar keine Flashmancer-Schergen, also kann jeder sie bekämpfen. Bist du dir ganz sicher? Absolut, ihr habt doch noch keine gesehen, oder? Nein, aber... Ich weiß schon, wann ich mich zurückziehe. Keine Sorge. Abgesehen davon könnt ihr die Welt doch nicht bloß mit ein paar Sandwiches bereisen. Wo denkt ihr hin? Das ist... Tja... Seht ihr? Ihr braucht mich. Ihr tut eure Pflicht als Krieger der Sonnenwende und ich zaubere euch ein Essen auf den Tisch. Geil. Abgemacht. Okay, abgemacht. Oh, ich bin so glücklich. Wow, das ist echt großartig. Ach, cool, dass er jetzt bei uns ist. Also gut, ich heiz mal den Kessel vor. Wir haben so viel aufzuholen. Geil, der Kriegerkoch schließt sich der Gruppe an. Yay, guck mal. Und wieder ein zusätzlicher Krieger, der kämpfen kann. Nice. Wenn wir diesen Ältesten des Nebels getroffen haben, können wir Magie nutzen, ohne sie einzusetzen und werden in die Welt hinausgeschickt.
Mehr hat man uns nicht gesagt, den Rest müssen wir wohl als Teil der Ausbildung selbst herausfinden. Unser erster Auftrag ist es, rechtzeitig zur nächsten Sonnenfinsternis die Gespensterinsel zu erreichen. Wow, das ist eine Menge. Eure Kräfte klingen aber sowas von cool. Kannst kaum erwarten, sie in Aktion zu sehen. Und was ist mit dir, Gal? Oh, es war ziemlich ereignislos, um ehrlich zu sein. Ich habe jene Fähigkeit trainiert, die ich für nützlich hielt. Jeden Tag habe ich gehofft, euch zu sehen. Ich bin sehr froh, dass mir niemand gesagt hat, dass es würde 10 Jahre dauern. Ja, wir haben dich auch vermisst. Es ist nicht fair, dass wir zusammen sein konnten, während du ganz allein warst. Nun, jetzt sind wir alle zusammen, also kümmert es mich nicht mehr. Und ich kann es kaum erwarten, die Welt zu erkunden. Ich will alles kosten. Hey, diese Suppe ist übrigens der Hammer. Nicht wahr? Also, wie viel Essen hast du dabei? Genug für ein paar Mahlzeiten. Besser, man hat wenig im Gepäck und sucht sich die Zutaten einfach unterwegs. Und wer weiß, was man findet. Gehört alles zum Abenteuer dazu. Wieso probierst du es nicht aus, Zale? Siehst du den Busch dort drüben voller saftiger Beeren? Du musst die bloß noch pflücken. Dann machen wir das doch mal. Ach, cool. Ich finde cool, dass der jetzt bei uns ist. Jetzt haben wir so eine richtige Truppe. Perfekt. Jetzt werden wir aus den von dir gepflückten Beeren Marmelade machen. Interagiere einfach mit dem Lagerfeuer, um mit dem Kochen zu beginnen. Das war doch die Frage, die ich letztes Mal hatte, ne? Kochen. So, Beerenmarmelade. Ach, cool. Geil. Okay. Okay, lass mal sehen. Ah, mehr können wir leider noch nicht. Okay. Siehst du, du bist ein Naturtalent. Wir können die Marmelade später essen, wenn wir Heilung brauchen. Danke für deine Tipps, Gal. Die werden bestimmt irgendwann mal nützlich sein. Keine Ursache. Hey, ich könnte etwas Schlaf gebrauchen. Ich auch. Über uns gibt es nichts als Sterne. Ich liebe dieses Leben jetzt schon. Gal, ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Ich auch. Haha, das wollte ich auch gerade sagen. Ich auch, Leute. Gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Also dann, gute Nacht. Jetzt sind die drei endlich wieder zusammen. Wieder vereint. So muss das sein. Ja, mit seinem ein Auge hier. Guten Morgen. Alle bereit? Ich will unbedingt herausfinden, wie dieser Älteste des Nebels aussieht. Sollte gleich da oben sein. Gehen wir weiter. Ah, guck mal, wir sind wieder zusammen unterwegs. So, wir speichern einmal. Was ist denn mit der Höhle da? Spuren des Nebels. Oh, die sehen aber interessant aus. So, und wir sind jetzt in der Überzahl, würde ich sagen. So, erstmal ein Feuerball drauf und... Bam! Zack, einfach mal mit einem Schlag weggehauen. Müssen wir überhaupt hin? Aber da ist eine Truhe. Die nehme ich gerne noch mit. Oh, die Musik schon wieder, Mann. Abacus. Okay, wir gucken mal. Ach, der ist nur Unterstützer. Ach so, man hat immer nur 3 Leute. Ah. Zeigt im Kampf die LP von Gegnern, außer Bossen an. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Können wir ihn denn auch ausrüsten? Ja, wir können ihn auch ausrüsten, okay. Dann gebe ich ihm das mal. So. Dann geht's jetzt hier hoch. So, wir nehmen natürlich immer alles mit. Ne? Wir gucken uns überall um. Guck mal, was wir alles finden hier. Ich glaube, das meinte Gal. Gal. Oder habe ich ihn gerade wieder Gale genannt? Ich weiß es nicht. Ich vergesse das immer. Bin ich hier richtig? Nee. Nee, die hatten wir ja schon. Warte mal, da geht's noch lang. Können wir da nicht rüberspringen?
Kann ich die Charaktere eigentlich auch wechseln? Ah, man kann... Aber was heißt denn Unterstützer? Ach, man kann 5 Leute, glaube ich, dabei haben und der 6. ist ein Unterstützer. Das ist ja cool, Alter. 6 Leute. Kannst ja eine richtige Armee rausmachen. So, da ist noch eine Kiste. Einfache Rüstung. Die würde ich tatsächlich... warte mal, können wir die tragen? Verteidigung höher, ja. Okay, dann können wir nämlich ihm jetzt nämlich unsere alte geben. Die Abenteuerweste. Der hat jetzt schon 12 Verteidigung, Magieangriff, Magieverteidigung. Aber der kann doch gar keine Magie. Was kann der denn? Schleudern. Gal schleudert einen Gegner bei Möglichkeit auf eine andere Position. Ernähren. Gal wirft einem Freund einen Snack zu. Mittlere Heilung. Cool. Also, der hat auch mehr Leben als wir, ne? Also, der ist so der Tank, glaube ich, in der Gruppe. Oh. Hello, my friends. Okay, ich war wieder nicht schnell genug. Ach, nur einmal, Mann. Oh, 28 Schaden, scheiße. 27 Schaden, Alter. Wir müssen die unbedingt hier entfernen. Hier, fang mal. Einmal eine Heilung und dann einmal. Da er. Ja, der hat. Okay. So, jetzt kriegen wir wieder einen Angriff ab. Alter, der macht aber. Die machen aber Schaden. Okay. Muss ein bisschen aufpassen. Wir heilen. Warte mal, wir heilen mal ganz kurz ihn hier. Einmal geil heilen. Nur 14 Schaden, scheiße. Okay, 20 und er wird erledigt. Er wird erledigt. Ah! Oh Gott, sind die stark. So, der ist schon mal besiegt. Wenn wir jetzt einen Combo-Angriff machen, vielleicht. Dieser Kombo-Angriff macht aber auch nicht wirklich viel Schaden, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Boah, Alter. Boah. Können wir nochmal zurück zu dem Feuer gehen, bitte? Alter, waren die hart. Die waren aber schon nicht ohne. Ich weiß, eigentlich sollte man das nicht tun, aber ich mach's trotzdem. Oh, guck mal, jetzt haben wir tags. Komm, geil. Gall. Gall. Gall heißt der, ne? Aber kommen die Gegner auch wieder, oder, warte mal, kann man hier nicht irgendwie hoch? Warte mal, man kann doch hier runterspringen. 3 Tomaten und 3 Paprika sind das, glaube ich. Wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch? Ah.
Man kommt hier runter. Aber ich glaube wirklich, dass das hier alles noch vorgeplänkelt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon richtig aktiv... Oh Gott, da ist ein Gegner. Du musst ja... Hoppala. So, dann da hoch. Wow. Hi, ihr zwei. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier, ne? Einmal einen Sonnenball auf ihn. Und Feuer! Bam! Ich liebe diesen Angriff. Ich finde den so cool. Scheiße, nur einmal. Autsch. Ah, 18 Schaden. Das ist natürlich nicht ohne. Guck mal, er macht aber ordentlich Schaden, der Kleine hier. What the hell? Einfach mal 20 Schaden auf einen. Mal. Die neuen Waffen bringen schon echt was, ne? Ja, mir ist gerade eingefallen, dass wir neue Waffen gekauft hatten beim letzten Mal. Ich würde gerne mal eben mit ihm hier heilendes Licht einsetzen auf sie. Wir brauchen unbedingt mehr MP mit ihm. Ich weiß nicht, was ihr da, was ihr meint, aber ich meine das so. So, wir nehmen natürlich alles mit hier. Alles wird mitgenommen. So. Eine Höhle. Mit einem Lager. Und einem Händler. So, einmal ausruhen und dann geht's gleich weiter höher. So, mal gucken, was der Händler hier hat. Hey, sucht ihr etwas Bestimmtes? Abenteuerweste brauchen wir aktuell nicht. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aktuell haben wir, glaube ich, nichts, was wir verkaufen können. Deswegen ist der Händler eigentlich auch völlig unbrauchbar. Am Lagerfeuer ist es gemütlich warm. Wir kochen mal, wir versuchen mal. Oh, Bratensandwich. Zack, zack, zack. Bratensandwich. Ist einfach, aber simpel. Simpel, aber effektiv. So, einfach, aber simpel. Ist ja nicht so, dass simpel einfach heißt. So, einfacher Salat können wir noch machen. Guck mal, wenn wir noch drei Gerichte kochen, dann, ja, uns fehlen leider jetzt die Beeren, aber wenn wir noch drei Gerichte, kochen, dann erhöht sich, glaube ich, die Fähigkeit im Kochen. Nice. Spuren im Nebel. So, Gebirgsfahrt. Und höher geht's. Hab ich jetzt, ja, wir haben Waren am Lagerfeuer, okay. So, weiter geht's. Oh, da warten ja schon wieder welche auf uns. So, ich sehe hier schon... My friend, okay, das war ja wohl nichts. Ah, der macht auch stumpfe, Angriffe. Autsch. 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 Oh, oh Gott. So, der ist schon mal erledigt. Und... Ja. Das war der falsche Gegner. Ich wollte den anderen angreifen. Verdammt. Ich habe mich vertan.
Das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Alter, 20 Schaden, weil wir so gut waren. Kommt gleich wieder ein Level ab. Ah, der hat gerade keinen. Geh nochmal zurück. Ganz ehrlich, ich will ein bisschen, Ach Mann, ich wollte doch gar nicht kochen. Ich möchte ein bisschen meine, Heil-Items sparen. Und dann lege ich mich lieber noch eine Runde hin. Ich glaube, dass das später nicht mehr funktionieren wird. Dann kommen die Gegner bestimmt wieder neu. Aber momentan spawnen die ja gar nicht neu. Oder vielleicht spawnen die auch nach einer gewissen Zeit wieder neu. Ich weiß es ja gar nicht. Ich hab doch auch keine Ahnung. So. Oh. Oh nein, da ist wieder so einer. So, jetzt gibt's aber erstmal richtig einen. Weggebamst. Danach haben wir, glaube ich, ein Level up. What? So nämlich. Ja, Level 3. Und das bedeutet ein Level up für alle drei. Weiß nicht, ob ich... Ja, ich gehe diesmal auf Mana-Punkte. Und bei ihr gehe ich diesmal auf Magieangriff. Und bei ihm würde ich tatsächlich sagen, dass er auf physische Verteidigung geht, oder? Weil er ist so, er soll so wirklich so der Tankige sein, glaube ich, in der Gruppe. Ich glaube, das ist so angedacht. Ich weiß es nicht. Kann man eigentlich noch mehr Skills lernen? Kombos hat er noch keine, aber vielleicht wird er ja auch nochmal Kombos lernen. Wir werden ja nicht nur ihn in der Gruppe haben später. Ich denke, da werden noch mehr Leute kommen. Vielleicht kann man dann auch irgendwie wechseln? Ich weiß es ja gar nicht. Oh, das sieht ja lustig aus. Nee, sie macht jetzt erstmal hier Skill. Das ist ja wunderbar. Wow. So, 8 Schaden. Das bringt uns leider überhaupt nichts und... Ach, leider wieder nicht schnell genug gewesen. Wieder nicht schnell genug gewesen. Egal. So. Achtung. Wir müssen unbedingt den da in der Mitte wegmachen. Nee, ich heile mal nicht. Ah, nicht schnell genug gewesen. Oh oh. Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen Zeit. Keine Skills mit ihm. Aber wenigstens haben wir den da weg. Ich kann mich mal eben selber heilen hier. Okay, Sichelbogen. So nämlich. So, und wie gesagt, ne, ich habe ja gesagt, ich spare unsere Ressourcen
Und das heißt, ich werde jedes Mal wieder zurückgehen zum Lagerfeuer. Zwar mühsam, aber egal. Durch diese Leitern haben wir wenigstens... Ich speichere nochmal einmal eine Runde. Durch diese Leitern haben wir ja wenigstens immer eine Abkürzung, die wir erreichen. Also wenn wir da natürlich immer eine Abkürzung haben, ist das ja alles gut. Nee. Einmal hier hoch wieder. So, hier geht's nirgendwo lang. Und da oben sehe ich aber schon wieder einen unserer Freunde. Sind aber auch hart, oder? Ich weiß halt auch nicht, ob man zu diesem Zeitpunkt im Spiel schon stärker sein kann, aber ich vermute mal nein. Was ist denn das? Guck mal, da hinten sitzt ein Vogel. Oh. So, solche kleinen Details einfach, das ist so schön. Wo kommt der da überhaupt drüber? So, okay. Also einmal mit ihr den Sichelbogen. Obwohl, wir können auch mit ihr den... Okay, guck mal, das war ja jetzt schon mal... So, und dann mit ihm... So, haben wenigstens den Zauber schon mal. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser. So, wo geht's denn hier lang? Hallo? Was könnte das sein? Weiß ich nicht. Irgendwas, was später wahrscheinlich noch wichtig wird. Aber aktuell wohl noch nicht. Ah, okay. Kommt man auf die Plattform da vorne irgendwie? Wow. Habe ich einmal rüber zu OBS geguckt. Okay, ich glaube, hier geht's gleich... So, da es da vorne gleich weitergehen wird wahrscheinlich, würde ich an dieser Stelle die Aufnahme einmal beenden. Ja, ich sag mal, das Spiel wird immer besser, ne? Ich finde jetzt schön, dass wir Gale dabei haben. Und, ja, ich bin gespannt, was hier noch... Guck mal, sogar das Wasser spiegelt, ey. Also grafisch, ne? Es ist zwar diese Pixel-Grafik, so wie, ne? Wie in so alten Games, aber hat dann doch trotzdem irgendwie diese detailreiche, Grafik von heutigen Games. Ja, aber ich sage einfach mal, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und lasst doch einfach einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Sea of Stars wieder. Bis dahin, tschüss!